Geschichten. Ein Mann heiratete die hässliche Tochter eines Millionärs, aber als sie die Zeremonie verließen, waren sie sprachlos. Wenn Sie neu sind, hinterlassen Sie dort Ihr Like und abonnieren Sie es. In den letzten 3 Monaten hatte Frank in der IT-Abteilung eines der stickigen Büros von Tausenden im ganzen Land gearbeitet. Die meiste Zeit gefiel ihm sein Job, wenn er nicht so langweilig wäre, wäre er toll. Das Gehalt war relativ gering, aber als frisch gebackener Hochschulabsolvent war der junge Mann damit zufrieden. Das Unternehmen wurde von einem älteren und erfahrenen Geschäftsmann geleitet, der sich sehr für wohltätige Zwecke einsetzte und ein angesehener Einwohner der Stadt war. Eines Tages bat Direktor Kane einige Freiwillige, die Arbeit früher zu verlassen, um zum Waisenhaus zu gehen und eine Menge gespendeter Gegenstände und etwas Essen abzuholen. Als Frank davon erfuhr, hatte er das Gefühl, dass seine Zeit gekommen sei. Er sah diesen Auftrag als Gelegenheit, sich eine Auszeit vom stickigen Büro zu gönnen, das ihn so müde machte. »Mr. Kane, ich würde gerne gehen. Ich werde das meiste davon mitnehmen. Wir werden die Arbeit zu Ende bringen«, schlug der junge Mann vor. Der Geschäftsmann dachte darüber nach und gab den Freiwilligen sofort sein Einverständnis. Frank wusste, dass er keine Gelegenheit verpassen würde, das Büro zu verlassen. Er wäre wahrscheinlich damit einverstanden, bis ans Ende der Welt zu reisen, nur um sich eine Pause von seinem Arbeitsalltag zu gönnen. Da alle gespendeten Gegenstände bereits im Transporter verladen waren, blieb den Männern nichts anderes übrig, als zu tanken und geduldig auf den Fahrer zu warten. Glücklicherweise kam er nach etwa 1 Minute an und startete sofort den Motor. Frank war noch nie in diesem Waisenhaus gewesen, also wusste er wirklich nicht, wo es war. Die Fahrt dorthin dauerte etwa 1/2 Stunde. Die unbefestigte Straße, die zum Waisenhaus führte, war in einem sehr schlechten Zustand, was den Mann, der alle 2 Sekunden über Unebenheiten sprang, nur stören musste. Endlich sahen sie das Waisenhaus in der Ferne erscheinen. Es handelte sich um ein riesiges Gebäude, das Mitte des letzten Jahrhunderts erbaut wurde. Sein Aussehen konnte nicht umhin, alle möglichen traurigen Gefühle hervorzurufen. Graue, unscheinbare Wände und Fenster mit abblätternder Farbe ruinierten die Stimmung des jungen Mannes völlig. Er wollte einfach entspannen und der Büroarbeit entfliehen. Der Direktor des Waisenhauses erwartete sie am Tor und zeigte dem Fahrer, wo er den Transporter parken könne. »So, jetzt sind wir dran«, rief Frank und streckte seine Hände aus. Ehrlich gesagt hatte er es satt, im Transporter zu sitzen, also wollte er so schnell wie möglich zur Arbeit. Bald luden die Männer Kisten voller Kleidung und Lebensmittel aus. Etwa die Hälfte der Waisenhauskinder eilte herbei, um sie zu sehen. Sie haben etwas Spielzeug mitgebracht. Der etwa 5-jährige Junge fragte schüchtern, Frank, er zitterte und sah den Jungen überrascht an. Der Mann fühlte sich sehr unwohl, weil der Junge eine Frage stellte, die er wirklich nicht beantworten konnte. Tut mir leid, Junge, ich glaube nicht, dass hier Spielzeug ist, antwortete Frank traurig. Der Junge seufzte und antwortete, okay, wir haben hier nicht viele Spielsachen. Ich mag Autos und Soldaten, aber wir haben nur Bauklötze und Puppen. Wir gehen zurück und besorgen dir ein paar Spielsachen. Ich kann dir ein Set besorgen, würde es dir gefallen? Fragte Frank. Und du musst fragen? Natürlich, und nicht nur ich. Mein Name ist übrigens Kevin, aber meine Freunde nennen mich Quel. Frag mich, wenn du zurückkommst, rief der Junge glücklich. Frank gab ihm einen Daumen nach oben und versprach, wiederzukommen, sobald er die Gelegenheit dazu hätte. Na ja, sie sah ihre Kollegin überrascht an und schüttelte den Kopf. Der Mann kann nicht anders, als über die Reise verärgert zu sein.
Die Kinder taten ihm so leid, dass er sogar weinte. Frank wollte gerade in den Van einsteigen, als er plötzlich eine große, rundliche Frau sah. Der Direktor und der Hausmeister umringten sie, als wäre sie die wichtigste Person der Welt. Wahrscheinlich der Großspender, natürlich zu offensichtlich, flüsterte der Mann in diesem Moment. Jemand, der in der Nähe war, sagte, sein Vater sei George Wilson und er sei Millionär. Ihr Name war Diana und sie engagierte sich für wohltätige Zwecke. Dieses Waisenhaus stand unter seiner Obhut. Frank lachte und sah dann Diana an, die geduldig der Botschaft des Regisseurs zuhörte. Was für eine gute Geberin sie ist, sie bringt nicht einmal Spielzeug mit. Sie kommt wahrscheinlich nur hierher, um Werbung zu machen, fügte der Mann hinzu. Er blickte seinen entsetzten Kollegen mit zusammengekniffenen Augen an, widersprach ihm aber nicht. Diana war etwas übergewichtig, aber das machte sie nicht weniger schön. Es war schwer zu sagen, ob das, was Frank gesagt hatte, Diana erreicht hatte, aber es war klar, dass sie den jungen Mann bemerkt hatte, als sie das Waisenhaus verließen. Frank blickte zurück und winkte Kevin zu. Er mochte den Jungen wegen seiner kindlichen Ehrlichkeit und Offenheit. Schließlich wusste Frank, dass er nach dem Besuch im Waisenhaus nie mehr derselbe sein würde. Das Schicksal der kleinen Waisenkinder, die er nie getroffen hat, hat ihn noch nie so sehr beunruhigt wie jetzt. Der Ausflug ins Waisenhaus hinterließ bei dem jungen Mann widersprüchliche Eindrücke. Einerseits sah er, dass die Kleinen gut versorgt waren, andererseits verstand der Mann nicht, wie es sein konnte, dass die Kinder nicht genug Spielzeug zum Spielen hatten. Diese Millionärin Jana konnte sich einige Spielzeugsets für die Kinder nicht leisten. Es ist nicht so, dass sie dadurch bankrott gehen würde, dachte Frank. Der Rest der Woche verging wie im Flug. Frank kaufte einen Miniaturkinderkran, dessen Teile und Komponenten an den echten Kran angepasst waren. Er vergaß die anderen Kleinen nicht und kaufte ihnen eine Tasche voller Spielzeug. Na, das ist großartig. Das wird Kevin auf jeden Fall glücklich machen, dachte Frank lächelnd. Der Mann steckte die Spielsachen in eine Tasche, rief ein Taxi und teilte dem Fahrer sein Ziel mit. Stellen Sie sich die Überraschung des Waisenhauspersonals vor, als ein Fremder mit einer Tüte voller Geschenke wie der Weihnachtsmann vor ihrer Tür stand. Als Frank die Freude in Kevins Augen sah, konnte er die Tränen nicht zurückhalten. Die Augen des Jungen strahlten buchstäblich vor Glück und waren erfüllt von einer Freude, die nur die Kleinen empfinden. Ein neuer Spender? Frank hörte eine Stimme hinter sich. Der Mann drehte sich um und sah Diana. Sie sah lächelnd zu, wie sie die Spielsachen verteilte und versuchte sicherzustellen, dass jedes Kind etwas bekam. Nun, ich habe meinen Gehaltscheck bekommen und wollte etwas für die Kleinen kaufen, antwortete Frank. Diana blickte den Mann respektvoll an, den sie plötzlich in einem ganz anderen Licht sah. Als Diana Frank das letzte Mal sah, verstand sie, dass er einfach tat, was sein Chef verlangte. Doch nun ist er aus freien Stücken ins Waisenhaus gekommen. Frank und Diana bemerkten es nicht einmal, während sie redeten. Es stellt sich heraus, dass die Tochter des Millionärs wirklich nicht wusste, dass Kinder kein Spielzeug haben. Darüber hinaus berichtete ihr der Direktor des Waisenhauses stets ausführlich über die Verwendung von Dianas Geschenken und behauptete, er habe den Kindern alles gekauft, was sie wollten. Er muss mich angelogen und mein Geld gestohlen haben. Wie soll ich dann den Leuten vertrauen, dachte Diana enttäuscht. Nachdem er mit diesem klugen jungen Mann gesprochen hatte, verspürte Frank plötzlich eine Welle unerklärlichen Mitgefühls für sie. Jetzt wirkte Diana nicht mehr arrogant und sie war ganz bestimmt nicht mehr egoistisch. Was das Aussehen der Frau angeht, schien Frank keine Menge an dieser schönen und charmanten Frau zu bemerken.
Nach ihrem Gespräch mit Frank führte Diana ein äußerst intensives Gespräch mit dem Direktor des Waisenhauses, in dem er ihr bei ihren Fehlern half und warum er es versäumte, den Kleinen das zu geben, was sie brauchten. Miss Wilson, ich verspreche, dass ich alles richtig machen werde. Geben Sie mir bitte noch eine Chance, versuchte der Mann Diana zu beruhigen. Der Direktor wusste, dass Diana in ernsthafte Schwierigkeiten geraten würde, wenn sie ihrem Vater ihre Bedenken mitteilen würde. Diana war es gewohnt, Menschen zu vertrauen, deshalb vergab sie dem Regisseur, der einen äußerst unglücklichen Fehler begangen hatte. Aber das war nicht das, was die Frau am meisten beunruhigte. Nachdem sie mit Frank gesprochen hatte, fühlte sie sich wie ein Magnet zu ihm hingezogen. Der Mann hatte etwas an sich, das Dianas Herz höher schlagen ließ, als sie an seinen Namen dachte. Das Interessanteste daran war, dass Frank dasselbe für sie empfand. Es stellt sich heraus, dass Diana und Frank sich nach diesem Treffen in den Mauern des Waisenhauses fast täglich trafen. Die beiden fanden immer sehr wichtige und unglaubliche Gründe, sich zu treffen. Als sein Freund Ben herausfand, dass Frank mit der Tochter eines Millionärs zusammen war, war er sehr eifersüchtig. Er mag das Schwabe sehr, wenn man sie nur ansieht, erkennt man, dass sie einfach nur hässlich ist. Sie sind wahrscheinlich hinter ihrem Geld her, sagte einmal ein Mann beim Mittagessen. Franks Wangen wurden sofort rot und seine Lippen verzogen sich zu einer dünnen Linie der Wut. Wie kannst du es wagen? Was hat ihr Geld mit unserer Beziehung zu tun? Ihr Vermögen ist mir egal. Du bist lächerlich, antwortete Frank. Da das Gespräch zwischen Frank und Ben völlig öffentlich war, verbreiteten sich sofort Gerüchte im Büro. Die meisten anderen Angestellten glaubten nicht wirklich, dass ein attraktiver Mann mit einer normal aussehenden Frau wie Diana ausgehen könnte. Glücklicherweise kümmerte sich das Paar nicht um die Meinung anderer Menschen und konzentrierte sich nur auf ihr eigenes Glück. Es ist schwer zu sagen, ob sie zu diesem Zeitpunkt verheiratet waren, aber nachdem Dianas Vater von ihrer Beziehung zu einem IT-Typen erfuhr, nahmen die Dinge eine unerwartete Wendung. Was denkst du, was du tust? Willst du, dass ich zum Gespött werde? Willst du, dass alle in der Stadt darüber reden, dass George Wilsons Tochter den ersten Mann geheiratet hat, den sie getroffen hat? Der Geschäftsmann war empört und fuchtelte wie ein Verrückter mit den Händen durch die Luft. Es war das erste Mal, dass Diana ihren Vater wütend sah, und ehrlich gesagt war sie schockiert über seine Sicht auf die Situation. Die Frau sah nichts Falsches daran, mit jemandem, den sie liebte, eine Familie zu gründen. Nachdem sie Frank von diesem Vorfall erzählt hatte, war Diana angenehm überrascht, den jungen Mann und seine Bereitschaft zu spüren, für sie zu kämpfen. Gut. Dein Vater ist gegen unsere Beziehung, wir werden ihn nicht zu unserer Hochzeit einladen. Ihr Geld oder sein Geld ist mir egal, antwortete Frank. Diana lächelte und umarmte den Bräutigam. Die Frau war sehr erleichtert, seine Antwort zu hören und zweifelte keine Minute an der Aufrichtigkeit des Mannes. Nicht jeder hatte die Kraft zu rennen nach dem einflussreichen Millionär, der seinen Untergebenen und Geschäftspartnern allein durch sein Aussehen Angst einjagte. Frank war nicht nur mit Diana zusammen, sondern fuhr auch jedes Wochenende zu Kevin, da sie eine große Bindung zu dem Jungen entwickelten. Als Frank in Kevins glückliche Augen blickte, dachte er, er wolle ein Baby haben. Bei einem von Franks Besuchen nahm Kevin seine Hand und fragte leise, glaubst du, du könntest mich adoptieren? Wir könnten uns jeden Tag sehen. Können Sie sich das vorstellen? Wir könnten jeden Tag Baseball und Rollerblade spielen. Die Worte des Jungen ließen Franks Herz höher schlagen. Tatsache ist, dass Kevin seine Gedanken zu lesen schien. Um ehrlich zu sein, hatte Frank schon seit einiger Zeit darüber nachgedacht,
aber er hatte Angst, Diana davon zu erzählen. Doch als der junge Mann, als er dieses Thema in einem Gespräch mit seiner Verlobten ansprach, erhielt er als Antwort nur ihre volle Unterstützung und Zustimmung. Natürlich hätte ich nichts dagegen, wie kann er das denken? Ich mag Kevin sehr. Er ist ein guter Junge, sagte Diana. Nachdem das drängendste Problem nun gelöst war, begannen die jungen Leute über eine Heirat nachzudenken. Da er mit keinerlei öffentlicher Unterstützung von Dianas Vater rechnen konnte, schlug Frank vor, dass sie es doch tun könnten, heimlich heiraten, ohne offizielle Berichterstattung oder Werbung in der Presse. Das junge Paar brauchte etwa einen Monat, um sich auf solch ein aufregendes Ereignis vorzubereiten. Am Hochzeitstag waren nur wenige Leute bei der Zeremonie anwesend. Der Bräutigam hatte nur seine Mutter zu Gast und die Braut lud ein paar Freunde und eine Kollegin aus dem Freiwilligenzentrum ein. Neben den erwachsenen Gästen war auch ein kleiner Junge im Anzug dabei, der um das Hochzeitspaar herumlief und es gleichzeitig Papa und Mama nannte. Die Braut sah nicht wie die Tochter eines berühmten Millionärs aus. Nach dem Ringwechsel besiegelte das Paar die Verbindung mit einem leidenschaftlichen Kuss und ging anschließend auf die Straße. Natürlich war dies nicht die Art von Ehe, von der Diana geträumt hatte. Tief im Inneren wünschte sie sich eine große Hochzeit mit Live-Musik und Hunderten von eleganten Kellnern in Uniform, die jeden Wunsch ihrer Gäste erfüllten. Doch als das Paar die Treppe hinunterging, brach lauter Applaus aus, der sofort durch den göttlichen Klang mehrerer Saxophone, Geigen und Trommeln ersetzt wurde. Diana blickte überrascht nach links und sah ihren Vater im Anzug vor sich stehen. Er sah sehr wichtig und stolz aus. Du dachtest, der alte George würde nicht zur Hochzeit seiner eigenen Tochter kommen? Das solltest du dir besser noch einmal überlegen. Ich wusste alles über ihren Plan, heimlich zu heiraten, also beschloss ich, sie zu überraschen, erklärte Herr Wilson. Nun, du hast uns auf jeden Fall überrascht, Papa, sagte Diana mit einem Lächeln. Aber am glücklichsten war der kleine Kevin, der wenige Tage vor der Hochzeit erhielten die jungen Eltern schließlich das Sorgerecht. Nun sollte das Leben des Jungen alles haben, wovon er in den letzten Jahren geträumt hatte. Nachdem er sich seinem Schwiegersohn genähert hatte, schüttelte George Wilson ihm die Hand, umarmte ihn und sagte leise, »Ich hoffe, Sie haben nicht vor, sich bei nur einem Sohn aufzuhalten.« »Sehen Sie, ich möchte mindestens ein Dutzend Enkelkinder haben, die gibt mir jedes Mal Freudenschreie, wenn ich sie höre. Ich komme zu Weihnachten mit einer Tüte Geschenke zu dir nach Hause«, Frank lächelte und sah Diana an, deren Augen voller Liebe und Zärtlichkeit waren. Hand in Hand machten sich die drei Mitglieder der neuen Familie auf den Weg zu der Limousine, die George für sie gemietet hatte. Nun reiste die neue Familie zu ihren Flitterwochen nach Miami und wir können ihnen nur ein glückliches gemeinsames Leben voller Liebe und gegenseitigem Respekt wünschen. Also Familie, hat euch diese Geschichte gefallen? Hinterlassen Sie Ihr Gefällt mir, kommentieren und abonnieren Sie und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke für weitere zukünftige Geschichten. Zum nächsten Mal.